Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich bin wieder am Food-Testen. Länger nicht mehr gemacht. Das schlechteste Punkt probieren in München. Das letzte Mal war Sushi, davor ein paar echt ekelhafte Döner. Aber es wird mal wieder Zeit. Momentan läuft alles zu gut, zu saftig. Und das müssen wir ausgleichen. Der äquivalente Tausch, weil Bitcoin geht Richtung 50k. Also der ist ein paar hundert Dollar vor 50k. Das kann nicht so weitergehen. Es läuft bei uns momentan zu gut. Dementsprechend ein bisschen Negativität, ein bisschen Leiden hier reinbringen. Wir hatten mal, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, Falafel probiert. Da müssen wir auch demnächst noch mal ein paar Falafelläden probieren, die echt krass sein sollen. Und da hatte ich mir damals gedacht, ja, mach mal passend dazu den schlechtesten Falafel hier in München. Ist am Hauptbahnhof, hier war ich schon mal, für den schlechtesten Döner Münchens. Ist aber nicht derselbe Laden. Der Laden hier verkauft auch Döner, hat 1,8 Sterne. Für Falafel ist es das schlechteste München, für Döner nicht das schlechteste. Deswegen hatte ich damals noch einen anderen probiert. Aber ich habe die Bewertungen so gelesen und ich denke, ich werde auch einen Döner hier testen. Also schlechteste Falafel und einen ziemlich, ziemlich schlechten Döner. So Leute, da haben wir es. Ich zeige euch mal nicht die Tüte, nur das Essen. Ein Falafel-Sandwich und ein Döner. Döner hat Sandwich-Form, ist in München, falls ihr euch wundert. Davor gehen wir die Bewertungen durch. Da hatte tatsächlich jemand, er hat sich einen Bescheid gepostet dann bei den Bewertungen, dass er eine Lebensmittelvergiftung hatte. Und da hat er irgendwie dazu geschrieben, dass der Besitzer ihn irgendwie erpressen wollte. Aber ich glaube, er meinte bestechen. Falls wir das nochmal finden, dann haben wir Glück. Am Samstag, den 3. August, um 3:30 Uhr nachmittags feierten Kakerlaken mitten auf dem Brot. Ekelhaft schrecklich. Das habe ich leider öfters gelesen, irgendwas mit Insekten. Hier zum Beispiel. Ich hatte leider ein lebendiges Insekt in meinem Salat. Sofern er ist, vermutlich ist der Kampf gegen Ungeziefer in Bahnhofsgebäuden aussichtslos. Sehr ekelhaft und der Geruch nach Essen war sehr schlecht. Wenn Sie Darmkrankheiten und Magenkrankheiten haben wollen, müssen Sie diesen Laden besuchen. Ich will es überhaupt nicht. Perfekt für uns. Perfekt für uns. Habe einen Döner und Falafel geholt. Hey, zufällig genau, was wir auch geholt haben. Zwiebeln und Salat schmecken alt. Ja, ich erinnere mich immer noch an den letzten Döner. Alter, wenn ich die Augen zumache, schmecke ich immer noch den bitteren Salat. So ist es viel zu wenig drauf. Falafel schmecken nach gar nichts, sind kalt und labbrig. Ich muss sagen, meins ist immer noch warm und ich bin nach Hause gefahren. Also das kann ich nicht so bestätigen. Okay, das ist das Ekelhafteste, was ich gelesen habe. Vorsicht, Verkäuferin drückte Kollegen mit den Handschuhen einen Pickel aus, verkaufte daraufhin mit denselben Handschuhen das Essen. Diesen Laden gehört sofort die Genehmigung entzogen und das Gesundheitsamt informiert. Yes, legen wir los. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo, falls ihr dieses Format feiert. Die letzten paar Male kam das gut an. Und ja, ich leide gerne vor euch. Falls ihr mich leiden sehen wollt, wir haben ein Video gemacht. Wir haben da den 2 Millionen Scoville Chip gegessen, One Chip Challenge. Und ja, ich muss eine Menge leiden. Falafel auch noch warm. Bei Falafel bin ich mir unsicher, weil ich habe keine Falafel gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er Gemüse reingesteckt hat. Ich muss sagen, aber Portion, weil ich habe auch viele Kommentare gelesen, zu klein ist das, für den Preis nicht wert und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Besucher waren, die Münchner Preise nicht kennen. Hat beides jeweils 5 Euro gekostet. Ich muss sagen, die Portion ist, der ist echt fett gepackt, also da kann man sich nicht beschweren. Okay. Nicht, dass er irgendwie Dönerfleisch draufgegraten ist, weil Falafel ist ja eigentlich vegetarisch. Falafel-Sandwich. Wie gesagt, eigentlich, ich kann es gar nicht mehr aufmachen. Der ist so gut verpackt. Zutaten sahen alle relativ fresh aus. Salat ein bisschen älter, aber nicht so alt wie bei dem anderen Dönerladen. Also das geht eigentlich noch. Sehr lecker Duft, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, alles noch warm. Hier der Döner. Eigentlich auch gut. Soßenverteilung auch eigentlich gut. Also ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Also hätte ich mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Ja, ist ein bisschen bitter. Aber schlecht ist nicht. Ist echt gut gefüllt.
Also Falafel ist matt, aber er ist nicht eklig. Also ich würde es auch nicht als super, super saftig einstufen, aber definitiv nicht als eklig. Unteres Mittelfeld auf jeden Fall. Auf jeden Fall essbar. Auf jeden Fall. Also eklig ist da dann nichts. Also ich muss sagen, jetzt natürlich verglichen zu Sam's Falafel, wo wir waren. Oh mein Gott, ey, du beißt rein, alles so fresh. Wirklich, du hast alles geschmeckt, noch extra besondere Kräuter, dies, das, eingelegte Sachen. Boah. Und die Fries, Mann, oh mein Gott. Das war super saftig. Wenn man das natürlich jetzt im direkten Vergleich miteinander vergleicht, natürlich keine Chancen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ungenießbar. Döner. Döner-Time, wie gesagt. München im Brotdesign. Also der hat ja 1,8 Sterne. Ich vergleiche mal mit dem, der, ich glaube, das waren 1,3 oder 1,4 Sterne hatte. Bei dem anderen, das Fleisch war so hart und ausgetrocknet. Ich habe mir beim Beißen wehgetan. Fleisch ist okay. Ist nicht hart, also ist auch gut durch. Könnte knuspriger sein. Hauptbahnhof, man hat nie Zeit, das ein bisschen länger zu drehen lassen. Da muss immer schnell geschnitten werden. Salat, auch hier ein bisschen bitter, also der Salat liegt schon länger. Aber kein Vergleich zu dem anderen. Man merkt es leicht, aber es ist nicht schlimm. Standarddöner. Vielleicht ein bisschen schlechter als Standarddöner. Aber nicht ungenießbar und das ist das Wichtige. Fünfer okay. Eigentlich ist es, sagen wir mal, 4 Euro wert, aber dadurch, dass es halt am Bahnhof ist, Fünfer. Wenn man es eigentlich hat, vielleicht spät abends oder so, wenn mehr los ist, dann achten die noch weniger drauf oder so und es wird qualitativ schlechter oder so, aber so geht auf jeden Fall klar. Ich hatte erwartet, dass ich wieder kotze oder sowas, irgendwas ausspucke, aber ich würde dem Ganzen eine solide 3 geben, also 3 Sterne, vielleicht so in die Richtung 2,8, ein bisschen unterdurchschnittlich, aber auf jeden Fall nicht 1 Stern. Dementsprechend kann man den Namen ja eigentlich nennen, es ist Oliver. Davon gibt es mehrere Ketten hier bei uns in München. Die haben nicht den besten Ruf, also, aber damit dürfen die auf jeden Fall nicht werben. Mürnix Best Döner, das ist auf jeden Fall nicht wahr. Nicht mal im weitesten. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo, checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Ich bin's nochmal. Ich dachte mir, ich gönne mir jetzt zumindest einen Großteil des Döners, den Rest für später. Hat eigentlich auch gut geschmeckt. Aber sag mir nicht, dass ein Haar. Nee, okay. Bis ich das hier gefunden habe. Richtig harter Knopf, ich habe echt drauf gebissen. Jetzt tut mein Zahn wieder weh. Also ich weiß nicht, was mit diesen schlechten Dönerläden und meinen Zähnen ist, aber meine Zähne vertragen das echt gar nicht. Wahrscheinlich Knorpel oder sowas, keine Ahnung. Salattechnisch habe ich auch nochmal gründlicher geschaut. Also hier sieht man echt, kein Wunder, dass es ein bisschen bitter ist. Also ein bisschen zu früh gelobt. Was habe ich gesagt, 2,8? Schrauben wir das runter auf 2,8. 2,4, also eher in die Richtung.